Freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich bin Cogni, ich komme aus Leipzig, arbeite im Eli Parmanoke und beschäftige mich seit 2015 mit dem Thema Awareness. Und ich bin hierher geschickt worden von Clubs A Culture. Nächste Folie. Leider höre ich immer noch keinen Ton, aber hört ihr etwas? So. Clubs A Culture, das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Leuten gewesen, die sich dafür eingesetzt haben, dass Clubs als Kultur anerkannt werden. Jetzt denken sich die meisten, warum eigentlich? Und deswegen möchte ich euch das nochmal ganz kurz erklären. Und zwar sehen wir uns als Clubs in der Position, dass wir einen Bildungsauftrag haben, dass wir Nachwuchs fördern und einen künstlerischen Anspruch haben. Sei es die Lichtshow, sei es das Booking. Und vor allem haben wir gewisse Werte, die in unseren Clubs sind, die dem, das da draußen nicht unbedingt entsprechen. Das heißt Toleranz, Integration und viele andere Punkte, die in dieser normalen Welt leider nicht immer selbstverständlich sind. Heute geht es ja um Awareness und Awareness ist ein Thema, was unglaublich theoretisch ist. Deswegen werde ich euch versuchen, zu jedem Bereich auf jeden Fall Theorie mitzubringen und ganz viele Beispiele zu bringen. Deswegen fangen wir jetzt erstmal bei der klassischen Definition an, des Wortes an, und zwar to be aware, ist Englisch, das bedeutet so viel wie sich bewusst sein. Und dabei geht es vor allem um einen Schutzraum zu schaffen. Die Awareness-Arbeit ist vorrangig eine verbale Arbeit, nicht zu verwechseln mit Securities. Securities ist auch eine körperliche Arbeit. Bei Awareness geht es tatsächlich um die Aufklärung und ums Sprechen und um die Hilfestellung bei diversesten Problemen. Wir haben im Club drei Hauptthemenpunkte, die ich jetzt erstmal anreißen werde. Es gibt noch sehr viel mehr Themenpunkte. Und ich brauche mal die nächste Folie. Ich werde jetzt mal erstmal bei drei Themen bleiben, sonst geht es ein bisschen zu sehr in die Tiefe rein. Das eine Thema Sexismus. Wir haben in der Gesetzgebung den Punkt im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, wenn es zu einer Vergewaltigung oder schlimmeren oder anderen schlimmen Dingen kommt, es nicht bewiesen werden kann, dann glaubt man grundsätzlich erstmal der Person, es gilt die Unschuldsvermutung. Wir möchten als Clubs dann Gegenentwurf leisten. Wir möchten gerne einen Schutzraum schaffen. Und bei vielen Situationen wird man keine Zeugen haben. Wir wollen auch kein Gericht spielen. Wir wollen gerne einen Schutzraum schaffen und vertrauen darauf, dass Fälle, die uns zugetragen werden, auch der Wahrheit entsprechen. Dafür gibt es die Definitionsmacht, die wir anerkennen. Die werde ich später nochmal erklären. Und ein weiterer Themenpunkt, den wir haben, ist dann Rassismus. Vor allem geht es um Alltagsrassismus. Das sind so Dinge wie, hey, warum kannst du so gut Deutsch sprechen? Oder permanente Fragen wie, ja, woher kommst du denn? Das habe ich mit einem Mitarbeiter von mir, woher kommt dann dein Mitarbeiter? Und dann sage ich aus Halle und dann sind die Leute unzufrieden. Dann werde ich gefragt, hey, und woher kommen die Eltern? Dann sage ich aus Frankreich, dann ist man immer noch sehr unzufrieden. Dann wird nach den Großeltern gefragt und das sind so Punkte, die würden uns weiße Personen in Deutschland wahrscheinlich eher selten passieren. Menschen, People of Color, passiert das jeden Tag. Und genau da möchten wir dann ansetzen mit Awareness, dass wir den Leuten erklären, warum wir das nicht wollen. Erklären, warum das belastend ist, warum es schwierig ist, in Deutschland geboren zu sein und nicht als Deutsch anerkannt werden zu können. Das wäre zum Beispiel so ein kleines Beispiel von Alltagsrassismus. Positiven Rassismus gibt es ja auch, diese ganzen Sachen. Ich werde die jetzt nicht wiedergeben. Und dazu kommt noch der Punkt, dass wir in den Clubs Leute reinlassen, die normalerweise Probleme haben, irgendwo reinzukommen. Es geht einfach um People of Color, die ausgeschlossen werden aufgrund ihrer Hautfarbe, die bei bestimmten Veranstaltungsformaten nicht erwünscht sind, die skeptisch beäugt werden und wir möchten da einen Gegenentwurf schaffen. Der nächste große Aspekt wäre die Queerfeindlichkeit. Man sagt, man redet da inzwischen nicht mehr von Homophobie, denn Queerfeindlichkeit geht noch sehr viel weiter. Da geht es um Sachen wie, warum bist du auf der Toilette und nicht auf der anderen Toilette? Wie definierst du dich? Ich akzeptiere nicht, dass du dich als trans identifizierst. Ich weigere mich, dich so anzusprechen, wie du angesprochen werden möchtest. Und da kommen wir zum Thema Queerfeindlichkeit. Und gerade im Club haben wir diesen großen Punkt von, wir sind Freiräume und hier können sich Leute outen. Wir sind sehr froh, dass Leute sich hier outen können. Und wir brauchen halt auch diesen Freiraum, dass auch gerade Leute, die vielleicht in einer kleinen Stadt groß geworden sind, sehen, hey, krass, hier sind Menschen, die sind vielleicht offen schwul, offen lesbisch, denen passiert hier nichts. Vielleicht ist hier auch der erste Raum, wo ich mich outen kann. Wir sind vielleicht auch der erste Raum, wo sich vielleicht ein Mann traut, ein Kleid anzuziehen oder eine Frau traut, sich ein Bart anzukleben. Denn bei uns wird der Versuch geschaffen, diesen Raum zu schaffen, dass solche Dinge erlaubt sind und gewollt sind. Die Definitionsmacht ist unser Arbeitskonzept. Das bedeutet, ganz, ganz vereinfacht gesagt, einer Person passiert etwas, die Person definiert, wie sich das angefühlt hat und was das für diese Person bedeutet. Wir haben nicht das Recht, von außen zu sagen,
ist doch nicht so schlimm oder ist doch super schlimm, mach doch, ne? Das müssen die Personen, die betroffen sind, selber definieren. Der Punkt Macht kommt dazu, weil die betroffene Person entscheidet, welche Folgen das hat. Folgen sind unterschiedlich, das kann eine Entschuldigung sein, das kann eine Aufklärung sein. Bei härteren Übergriffen kann die Folge auch ein Rauswurf sein von der Veranstaltung. Immer dran denken, ich rede hier von Club-Kontext. Und das ist dann die Definitionsmacht. Es gibt diese eine Ausnahme, die wir haben, und zwar, es passiert ein Übergriff irgendeiner Art. Die betroffene Person möchte nicht, dass der Täter rausgeworfen wird oder die Täterin. Wenn die Person gegen unsere eigenen Hausregeln verstößt, behalten wir uns vor, die Leute selbst rauszuwerfen. Das macht nicht jeder Club, ist aber allgemein tatsächlich sehr gängig. So. Wir arbeiten immer mit der betroffenen Perspektive. Die ist sehr wichtig. Ich werde dazu auch nochmal in meinen Beispielen kommen. Wir können von außen nie einschätzen, ob das jetzt eine schlimme Situation ist für die betroffene Person, ob es keine schlimme Situation ist. Awareness setzt tatsächlich sehr früh an. Das werdet ihr dann auch an den Beispielen merken. Das sind tatsächlich so richtige Alltagssachen, die ständig passieren. Das heißt, wir gehen da jetzt nicht auf Sachen ein. Das geht jetzt nicht direkt um die Vergewaltigung. Das geht jetzt nicht um den krassen, schlimmen rassistischen Spruch. Awareness setzt sehr viel früher an. Ich habe euch jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Nicht erschrecken, es ist nicht schön. Und auch nochmal eine kleine Triggerwarnung. Menschen, die von Rassismus, Sexismus betroffen sind, sollten sich überlegen, ob das jetzt hier der richtige Punkt ist. Es geht um eine Aufklärung, deswegen muss ich auch unschöne Beispiele bringen. Wir haben die Situation der Grabstadt. Eine Standardsituation kennt man von Clubs, kennt man auch von Konzerten. Es gibt eine Kloschlange und Leute quetschen sich durch. Viele tragen eine Bauchtasche und diese Bauchtasche rammt vielleicht einen Hintern. Mutmaßlich. Eine Person kommt zu uns und sagt, da wurde an den Hintern gegrapscht. Die Täterperson sagt halt, das war meine Bauchtasche. Jetzt sitzen wir da und können nicht wissen, war es jetzt die Hand, war es die Bauchtasche, will sich da jemand rausreden, hat jemand falsch interpretiert. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo in der normalen Gesellschaft wieder der Punkt kommen würde, im Zweifel für den Angeklagten und es ist im Zweifel gegen den Angeklagten. Die Lösung wäre in dem Fall, dass man dann halt mit der Person spricht, die mutmaßlich gegrapscht hat. Die Person sagt dann einfach, ey, es war meine Bauchtasche und es tut mir mega leid, ich habe das echt nicht gecheckt, ich passe zukünftig auf, wenn ich mich irgendwo vorbeidrücke. Oder die Person kommt uns mit, nee, ist mir scheißegal, blöde Alte, irgendwas, dann gehört die Person sicher definitiv nicht in unser Schutzraumkonzept. Das ist mir auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, Awareness besteht nicht aus Rauswürfen, Awareness besteht aus Reden, miteinander reden und aufklären. Das heißt, der Rauswurf ist immer nur die absolut letzte Lösung. Den nächsten Punkt, den ich habe, das sind so Punkte, die kennen wir alle, haben wir alle schon erlebt. Es kann der Tram sein, es kann irgendwie auf dem öffentlichen Platz sein. Zwei Leute schreien sich an. Da ist ein Typ, der immer wieder versucht, ein Mädchen zu umarmen. Das Mädchen will es nicht, sie schubst ihn weg. Sie sagt, er soll weggehen und er lässt sie nicht in Ruhe. Die erste Reaktion wäre, dass man tatsächlich auf den Typen losgeht und ihn wegzerrt von dem Mädchen. Tatsächlich kommen wir dabei zu der betroffenen Perspektive. Wir gehen hin zu dem Mädchen, fragen, ey, ist alles okay? Kann man dir helfen? Kennst du die Person? Und in dem Fall kann es entweder sein, nein, ich kenne die Person nicht, bitte helf mir. Es kann aber auch kommen, ey, das ist mein kleiner Bruder, der geht mir richtig hart auf die Nerven. So, der ist hart besoffen so, und der will die ganze Zeit, dass ich ihn nach Hause bringe und bla, aber ich will eigentlich weiter feiern und aber ey, ich bringe jetzt erstmal Wasser, dass der wieder ein bisschen klarkommt. Das ist der Punkt, wo wir die betroffene Perspektive nehmen. Wir müssen immer erst fragen. Wir können nie von außen einschätzen, auch wenn eine Situation heftig wirkt, ist das eigentlich gerade eine heftige Situation. Kennen wir auch von der Straße, da sind Jugendliche, die sich kloppen. Manche benehmen sich halt einfach so. Wir können nicht wissen, ob das okay ist, dieses Verhalten miteinander, wenn wir nicht fragen. Die nächste Situation ist, okay, es klappt hier gerade nicht so gut mit den Folien. Wir haben zwei Menschen, werden beobachtet, so. Der eine begrüßt die andere Person mit, ey, du scheiß Schlampe. Die andere Person kommt mit, was willst du, scheiß Schwuchtel? Wieder der Punkt von, wir müssen die Leute fragen. Wir kennen Freundeskreise, wir wissen, in manchen Freundeskreisen sind vielleicht auch politisch nicht so korrekte Wörter füreinander da und werden genutzt. Man findet es sehr witzig. Das ist auch okay. Leute haben das Recht, sich miteinander und untereinander so zu benehmen, wie sie wollen. In dem Fall würden wir die Leute wahrscheinlich trotzdem zur Seite nehmen und sagen, hey, pass auf, du nennst die andere Person Schwuchtel. Es gibt hier Menschen, die jeden Tag so genannt werden und für das krass heftig diskriminierend ist und die da auch einfach getriggert werden. Die Leute wollen hier sein und Spaß haben. Vielleicht lasst ihr diese Art von Witzen und Sprüchen zu Hause. So, ne? Ey, untereinander macht, was ihr wollt. Guckt nur einfach, dass da vielleicht nicht andere Leute irgendwie mit Leidenschaft gezogen werden, weil sie es falsch verstehen. Dann noch die letzte Situation ist ein Beispiel, was ich mitgebracht habe. Ist auch sehr, sehr typisch für Clubs. Der Glotzer.
Es gibt die Situation, da ist jemand sehr betrunken und guckt einem Mädel extrem aufs T-Shirt. Das Mädchen hat eine schnörkelige Schrift auf ihrem T-Shirt und er denkt sich dann halt, er will das lesen. Der ist halt schon ein bisschen drüber. Auch da war es in der Vergangenheit tatsächlich sehr üblich, dass man gesagt hat, ey, wenn du ein Problem mit sowas hast, komm doch nicht in den Club. Dann wirst du auch nicht angeglotzt. Genau da möchten wir auch den Gegenentwurf machen. Wieder dasselbe Konzept. Wir gehen dann zum Täter hin und fragen, hey, was ist denn da passiert? Warum machst du das denn? Ist dir das gar nicht aufgefallen, dass du es machst? Auch da wieder je nach Reaktion. Ne? Entweder die Person ist schon so hart besoffen und kann nicht mal mehr reagieren, dann ist vielleicht auch wirklich der Punkt gekommen, nach Hause zu gehen, wenn man gar nicht mehr mitkriegt, dass man andere Leute belästigt. Oder die Person sagte, ey, oh sorry, ich habe geträumt, ich war kurz irgendwie, ne, stand neben mir, ich habe es wirklich nicht mitbekommen, es tut mir mega leid. Dann auf jeden Fall ist der Punkt, ey, dann bist du hier weiterhin willkommen, weil das ist genau das Konzept von Awareness. Es geht nicht darum, dass wir erwarten, dass Leute perfekt sind und wir wollen auch nicht Polizei spielen. Wir möchten aber, wenn Leute sich irgendwie blöd verhalten, hingehen können und erklären können, warum das so ist. Wir haben halt, genau, jetzt kommen wir schon zur Nachbetreuung. Es tut mir leid, dass alles ein bisschen hapelt. Wir haben ein paar technische Probleme. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Die Nachbetreuung. Auch das ist ein Ding, es passieren schlimme Dinge in Clubs und es können wirklich sehr schlimme Dinge passieren. Es gab einen großen Skandal mit Videoaufnahmen, die auf dem Festival auf den Toiletten gemacht wurden und so weiter und so fort. Auch Clubs sind davor nicht bewahrt. Und auch egal, wie groß unser Sicherheitskonzept ist, wird es immer wieder passieren, dass sich da vielleicht jemand überdosiert, dass da vielleicht jemand ausnutzen will, dass jemand zu betrunken ist und den mit nach Hause schleppen will. Wir haben viele weitere Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und da ist es halt auch wirklich der Punkt, dass wir nachbetreuen müssen. Das heißt, wir müssen auch im Nachgang ansprechbar sein für die Leute. Im Nachgang ansprechbar heißt, dass Leute sich nicht auf Instagram bei uns melden, nicht auf Facebook, nicht an die offizielle E-Mail-Adresse. Denn gerade wenn mir etwas sehr Schlimmes passiert ist, sei es eine krasse Diskriminierung, wirklich ein krasser sexueller Übergriff, dann möchte ich in den meisten Fällen doch eher nicht mit dem Büro quatschen, sondern mit Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, sicher zu sein. Dafür ist es wichtig, dass man eine E-Mail hat, die explizit an die Awareness Crew geleitet wird, dass man auch, wenn ein Übergriff war, der Person vielleicht anbietet, hey, ich rufe dir vielleicht ein Taxi und vielleicht auch, ne, selbst wenn der Täter oder die Täterin weg ist, so möchtest du vielleicht nach Hause gehen, ey, du kriegst vielleicht sogar eine Freikarte für die nächste Veranstaltung, weil wir dir zeigen möchten, dass wir es mutig finden, dass du zu uns gekommen bist, dass es uns wichtig ist, dass du zu uns kommst und ehrlich bist und dass du hier sehr, sehr willkommen bist. So, und dazu gehört dann, ne, es gibt Taxinummern, es gibt auch Frauentaxis, je nach Größe der Stadt kann man sich darauf berufen und da anrufen. Es gibt Notfallnummern, die braucht man auch. Sollte es zu einem Extremfall gekommen sein, zu einer Vergewaltigung, dann muss die Person ganz schnell zum Frauenarzt, damit die Vergewaltigung festgestellt werden kann und sichergestellt werden kann. Das sind Schleimhäute, das heilt unglaublich schnell. Deswegen muss da schnell was passieren, genauso mit Drogen. Gerade im Bereich K.O.-Tropfen, das sind Drogen, die sind nach super kurzer Zeit wieder raus aus dem Körper. Man kann es nicht mehr nachweisen. Gerade da ist es dann auch wichtig, wenn wir einfach bloß jemanden finden wollten, der jemanden was in den Drink getan hat, da ist vielleicht auch gar nichts passiert. Wir brauchen diesen Drogentest ganz schnell. Und dafür ist es dann wichtig, dass man sich auch einfach wirklich die Notfallnummern breitpackt, dass man schaut, wo kann ich die Person hinschicken, wo ist die Person sicher, so, und wo kann eine Nachbetreuung stattfinden. Das klingt jetzt alles erstmal sehr düster. Schon mal, ich möchte noch mal kurz sagen, nein, tatsächlich ist es das nicht. Es gibt schlimme Fälle, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich eher andersrum. Das sind Fälle, die früher nicht beachtet worden sind. Das sind Fälle gewesen, wo früher Leute für ausgelacht worden sind. Und heutzutage wird man ernst genommen. Und man merkt es auch, gerade eine junge Generation ist da sehr dankbar, nimmt es an und kommt auch auf die Awareness Crew zu. So, das heißt, sie fragt nach, sie bittet um Hilfe, sie fragt nach Hilfe. Es werden heutzutage, was ich sehr gut finde, auch Anzeigen gestellt gegen Täter, was früher ein absolut schwieriger Kampf war. Denn sich als Opfer zu definieren, tut weh. Anzuerkennen, dass man ein Opfer ist und nicht selber an irgendwas schuld ist, ist auch eine unfassbar schlimme, furchtbare Sache. Und gerade der Punkt, das hatten wir jetzt bei einem Fall, wo es zu einer Anzeige kam. Der erste Punkt, das Erste, was die Polizei gefragt hatte, war, was hast du denn eigentlich angehabt? Das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die wir nicht schön finden, die absolut, es ist egal, und selbst wenn ich nackig bin, gibt es kein Recht dazu, mich anzufassen. Und da hoffen wir auch, dass gesellschaftlich ein bisschen was passiert. Es gibt auf jeden Fall Punkte, wo Awareness aufhört.
Ja, das sind körperliche Auseinandersetzungen, dafür gibt es Securities. Das kann eine Awareness-Crew nicht leisten und wir können jetzt nicht noch die Awareness-Crew zum Kickboxen schicken. Ist auch gar nicht das Ziel von Awareness. Das Ziel von Awareness ist ja vorrangig die Aufklärung und die Hilfestellung für betroffene Personen. So, und da hört es dann auch bei körperlichen Auseinandersetzungen auf. Nächster Punkt sind sogenannte Trigger-Sachen. Das heißt, es gibt immer eine eigene Betroffenheit und eine fremde Betroffenheit. Eine eigene Betroffenheit ist, wenn ich einen blöden Spruch kassiere, wenn ich irgendwie blöde angefasst werde. Eine fremde Betroffenheit ist, wenn ich Sachen beobachte. Das Beispiel hatten wir schon, da schreien sich zwei auf dem Dancefloor an, sind aber Geschwister, die einfach bloß gerade einen Geschwisterzank haben. Dann habe ich nicht das Recht, die rauswerfen zu lassen. Auch wenn ich mich betroffen fühle, ich bin aber nicht direkt betroffen. Solche Trigger-Sachen kommen ganz oft zum Vorschein bei Punkten wie, jemand sieht aus wie mein Ex-Freund, ich mag den nicht, er ist mir unsympathisch, aber eigentlich hat die Person mir gar nichts getan, sie erinnert mich bloß an jemanden, den ich nicht mag. Andersrum genauso, ne? Ey, da sieht jemand aus wie meine Ex-Freundin, so. Ich fühle mich unwohl in der Nähe dieser Person. Die Person hat aber rein gar nichts gemacht und kann halt auch nichts für dieses Unwohlgefühl. Das ist ein Punkt, wo dann tatsächlich auch Awareness aussetzt, wo dann Awareness auch sagt, hey, vielleicht musst du mal in dich gehen, überlegen, warum dich das jetzt so triggert, warum dich das stört und überlegen, vielleicht hat die Person wirklich in dem Fall nichts gemacht. Sollte die Person einen antanzen oder irgendwas, eine ganz andere Frage, aber ne, wenn ich bloß von Weitem etwas sehe, was mich irgendwie negativ beeinflusst, dann muss man vielleicht auch in sich selbst gehen und überlegen, was da ist. Nächster Punkt ist, den haben wir im Club sehr oft, den kennt ihr vielleicht auch aus dem Freundeskreis, der gute alte Beziehungsstreit. Menschen haben sich getrennt oder sind kurz vor der Trennung oder haben eine Hin- und Her-Beziehung. Beide Leute können einander nicht mehr sehen, wollen einander nicht mehr sehen. Beide Leute kommen zum Club und sagen, ich will, dass der jeweils andere nicht mehr da ist. Ich will, dass der jeweils andere geht. Von beiden erhält man einen riesig großen Vortrag, was der andere alles Schlimmes getan hat während der Beziehung. Tatsächlich haben wir lange überlegt, wie wir mit sowas umgehen. Die Lösung ist, es müssen beide gehen. Also bis die beiden eine Lösung für sich gefunden haben, hey, wir wechseln uns ab. Wer geht wann? Ist der Club nicht in der Verpflichtung, solche Sachen zu stillen? Also wir sind keine Friedensarmee und wir werden auch nicht anfangen, Paarpsychologie zu spielen. Da hört es dann tatsächlich auf. Ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist dieses Hausrecht. Dieses Hausrecht, das wird Gott sei Dank nur sehr selten angewandt. Bei nur sehr großen Fällen, ne, das ist dann wirklich, wo wirklich schon gegrapscht wird, da kommt nicht ein blöder Spruch oder irgendwas, sondern es wird schon aktiv gegrapscht, so, ne, oder halt, ich gehe zu jemandem und sage, ey, das war ein übelst rassistischer Spruch, können wir mal drüber reden, warum das so ist? Und die Person antwortet mir, dass Ausländer nicht in dieses Land gehören. Dann ist auch der Punkt, wo ich mir denke, nee, du passt nicht in unser Clubkonzept, da wende ich das Hausrecht an. Das Hausrecht ist dann, dass man entgegen dem Wunsch der betroffenen Person eine Person rauswirft. Wichtig, immer wieder zu sagen, dass bei dem Punkt, sollten wir das machen, müssen wir der betroffenen Person ganz klar deutlich machen, ey, es ist mega cool, dass du mit der Situation so richtig gut umgehen kannst. So, es ist wirklich mutig von dir gewesen, zu uns zu kommen und wir sind dir auch sehr dankbar, dass du es gemacht hast. Mein Problem ist, ich habe mit der Person gesprochen und ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl mit der Person, nach dem, was die Person gemacht hat. Das ist ein Punkt, den nennt man Schuldabnahme. Der ist sehr wichtig, weil Menschen wollen tatsächlich sehr selten Menschen rauswerfen lassen. Menschen wollen vielleicht, dass jemand aufhört, sich blöde zu benehmen oder aufgeklärt wird. Gerade bei diesen Alltagsrassismus-Sachen mit, hey, du kannst ja gut Deutsch sprechen, ist halt der Punkt, Menschen meinen es lieb, die meinen es wirklich nett und die brauchen einfach eine Aufklärung. Man muss ihnen erklären, warum ist denn das nicht cool, sowas zu sagen zu jemandem? Warum verletzt das eine Person? Da ist dann tatsächlich der Punkt von, wir nehmen die Schuld ab, wir sagen, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen, dass wir möchten, dass die Person geht, auch wenn die betroffene Person möchte, dass eine Person bleibt und nehmen die Schuld auf uns, damit die betroffene Person sich nicht schuldig fühlt in dem Fall. Wir haben bei der Awareness Crew, das klingt jetzt alles erstmal sehr theoretisch, ich möchte jetzt mal mit euch ein bisschen praktisch werden. Tatsächlich fragt man sich ja, okay, gut, das klingt alles erstmal schön, da gehen Leute über eine Party und reden mit Leuten, wie ist das aber praktisch aufgebaut? Da kommen wir jetzt dazu, wie wir so eine Crew aktiv in unserem Club aufgebaut haben. Und zwar haben wir eine genderdiverse Crew. Das ist sehr wichtig, weil je nachdem, was für Vorfälle sind, braucht man unterschiedliche AnsprechpartnerInnen. Gerade männliche Täter nehmen Frauen teilweise auch nicht ernst, wenn es um Sexismus geht. Andersrum genauso, ne? Männliche betroffene Personen reden dann vielleicht auch mal lieber mit einem Mann. Und andersrum. Das heißt, wir schauen immer, dass die Crew vom Geschlecht her gemischt ist. Dass wir im Bestfall noch eine queere Person dazwischen haben, dass wir halt
definitiv nicht nur Frauen, nicht nur Männer haben. Dazu kommt dieser Aspekt, immer zu zweit arbeiten. Das ist super wichtig, weil es gibt immer eine Person, die mit der betroffenen Person spricht, eine Person, die vielleicht mit der Täterperson spricht. Dafür muss man zu zweit sein. Das schafft man nicht alleine. Man rennt sich auch tot im Club. So, gerade wenn ein Vorfall war, ist es auch wichtig, dass die zweite Person da ist und vielleicht dann die Täterperson verfolgt, weil man nicht weiß, wo die Person denn hingeht, dass man da auch ein bisschen hinterher ist. Immer zu zweit, definitiv niemals alleine, auch einfach aus psychologischen Aspekten. Ist es super wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Wichtiger Aspekt ist noch ein freundliches Auftreten. Da ist nämlich der große Unterschied zur Security. Security muss Dominanz ausstrahlen in bestimmten Situationen. Security muss auch Sport machen, im besten Falle, um sich auch körperlich verteidigen zu können oder auch jemanden rauszubringen. Die Awareness Crew, die hat genau den gegenteiligen Ansatz. Das heißt, wir wünschen uns bei der Awareness Crew, dass die freundlich auftritt, dass die auf demselben Niveau wie die Gäste ist, dass die Person nicht von oben herab ist, dass die Person von den Gästen auch erstmal als Gast wahrgenommen wird und man nicht das Gefühl hat, oh, da ist jemand von der Crew. Das Gefühl wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Person von den Gästen auch als Gast wahrgenommen wird und dass man sich dazugehörig fühlt. Dazu gehört zum Beispiel auch Kleidung. Das heißt, wenn ich beim Gothic Festival bin und ich dann irgendwie meine rosa Blümchenbluse trage, haben die Leute vielleicht auch eher eine Barriere, mit mir zu sprechen, weil sie mich nicht als zugehörig ansehen in dem Moment. Da hat man das Gefühl, da kommt jemand Fremdes auf einen zu. Dasselbe Ding auch, wenn ich irgendwie bei einem super teuren Bankierfest wäre und ich dann da in meinem Lumpensack rumrenne. Ne? Das heißt, das ist immer so ein bisschen angepasst. Ich darf auf dem Hippie-Festival super gern meine Goa-Hosen tragen. Ich darf auf dem Punk-Ding auch meinen Iro hochstellen, wenn ich Awareness mache. Es sollte immer passen zur Crowd. Und es sollte immer der Crowd auch das Gefühl geben, dass man zusammengehört und nicht, dass die Person irgendwie über einem steht, unter einem steht. Es soll einfach ein Vertrauensverhältnis darstellen. Dazu kommen dann noch die Schulungen. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir haben bei uns in der Crew zur Hälfte MedizinerInnen, zu anderen und SozialarbeiterInnen. Die andere Hälfte besteht dann aus Menschen, die Lust auf Awareness haben. Und dazu gehören unfassbar viele Schulungen. Sei es für ein Thema Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit. Ne? Das konnte ich jetzt einmal kurz anreißen. Das sind aber sehr tiefe Themen. Das heißt, die Leute müssen geschult werden. Dazu kommt ein großer Erste-Hilfe-Kurs, den alle machen müssen. Denn gerade wenn es in den Bereich Panikattacken geht, Überdosen und so weiter und so fort, müssen Leute auch dazu in der Lage sein, Erste Hilfe zu leisten. Das heißt, die Leute werden diverse Kurse geschickt. Dann geht es auch noch im Club sehr viel um Substanzkunde. Dieser ganze Umgang mit, hey, was mache ich, wenn da jemand trippt? Was ist, wenn er einen schlechten Trip hat? Wie rede ich eigentlich mit dem? Wie hole ich den vielleicht auch raus aus dem schlechten Trip? Aber auch genauso eine Überdosis direkt zu erkennen und agieren zu können. Und auch im richtigen Moment den Krankenwagen zu rufen. Das sind so lauter Schulungen, die sind, gerade dieser Safe-Clubbing-Bereich, der ist jetzt sehr clublastig. Den wird man jetzt zum Beispiel bei einer Konzertveranstaltung nicht haben, bei der Awareness Crew, dass die jetzt noch so viel Erste Hilfe machen muss. Aber auch bei der Konzertveranstaltung mache ich sehr viele extra Workshops zum Thema Alkohol. Ne? Wie wirkt Alkohol? Woran erkenne ich denn, ob jemand besoffen ist oder vielleicht K.O.-Tropfen hat oder vielleicht auch schon Richtung Koma geht? Also, wenn diese Crew sich dann zusammengefunden hat, nach langer, langer Zeit und vielen, vielen Schulungen, müssen die sich miteinander absprechen. Der erste Punkt ist Trigger. So, ich als Frau bin vielleicht getriggert von sexistischen Sachen. Ich bin vielleicht auch betroffen von Rassismus. Mit Rassismus kann ich nicht umgehen, das macht mich so fertig. Man muss miteinander reden und absprechen, hey, was triggert dich, was triggert mich, welche Fälle kannst du übernehmen, welche kann ich übernehmen. Dann ist der Punkt, mit kannst du mit Tätern sprechen. Es ist ein Ding, helfen zu können, das andere Ding ist, mit Tätern zu sprechen. Manche können besser mit Tätern sprechen, manche können besser helfen. Auch da unbedingt absprechen. Und der wichtigste, letzte Punkt ist das Safe Word. Das ist ein Konzept, das kann ich allen empfehlen, auch für eine Türcrew, auch für eine Barcrew. Das kann man sich überall übernehmen. Man denkt sich irgendein Safe Word aus. Das ist sowas wie, haben wir noch Erdnussflips. Es gibt keine Erdnussflips im Laden. Niemand wird jemals Erdnussflips brauchen. Es gab noch nie welche. Die Person, die gerade, um die man sich gerade kümmert, wird aber nicht checken, dass das nicht so ist. Das heißt, das ist der perfekte Punkt zu sagen, nee, haben wir nicht. Willst du mal gucken gehen, und um eine Person rauszuholen? Also um die Awareness-Person rauszuholen aus der Betreuung, aus der Täterarbeit. Irgendwie, man braucht ja die Safe-Word, um sich auch abwechseln zu können. Wenn man das hat, dann klappt das auch sehr gut. So, ich muss jetzt schnell machen. Wir haben jetzt noch ein paar Konzepte, die es so gibt. Das habe ich ein bisschen deutschlandweit zusammengesammelt. Ich mache jetzt schnell, und zwar der Notfallknopf bei den Toiletten.
ihr werdet es kaum glauben, der ist in einem Punker, einer Punkerwurz, in der Potze, die gibt es leider inzwischen nicht mehr. Die hatten einen roten Knopf im Bad und wenn man den gedrückt hat, bam, kam die Security und hat alle Klokabinen aufgemacht. Jetzt würde man denken, Mensch, die Punker machen das ständig, haben sie auch die ersten 2 Wochen, danach hatten sie die Schnauze voll, weil es keinen Spaß macht, wenn alle halbe Stunde die Security kommt und alle Toiletten räumt. So. Der spricht mich an, Button. Ich glaube, das kommt auch, ich weiß gar nicht, irgendwo aus dem Norden von einem Club. MitarbeiterInnen können sich ausweisen mit einem Button. Den bapsen sie sich an. Klopapier ist leer. Wo kriege ich Klopapier? Und so weiter und so fort. Und auch bei Übergriffen wird geholfen. Dann in Kneipen, sehr wichtig, wenn es schief hart auf hart kommt, Musik aus, Licht an, um die ganze Crowd aware zu machen. Denn gerade in der Kneipe hat man selten Securities. Und zu allerletzt, das ist das Optimum, gerade die CCC-Leute kriegen sowas auf jeden Fall hin. Sowohl an jeder Bar, an jeder Garderobe gibt es einen Knopf, wenn der gedrückt wird, leuchtet bei den Securities eine Lampe und die Securities wissen sofort, wo sie hinkommen müssen. Genau, ich finde, dann sind wir jetzt, glaube ich, auch durch. Das, wie geht es weiter? Das wäre dann, da wollte ich noch ein bisschen Plausch machen, schaffe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft und kommen zu den Fragen und Antworten. So, herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich muss jetzt dazu sagen, dass leider keine so richtigen Fragen jetzt hier reingekommen sind. Das ist kein Problem, ich kann auch weiter quatschen. Wäre es schön, wenn du vielleicht doch mal noch mal ein paar mehr Beispiele nennen könntest. Genau, also was ich jetzt noch berichten wollte, das ist aus Leipzig so ein spezielles Ding. Wir haben jetzt Nachtrat und tatsächlich sind wir jetzt auch an dem Punkt, dass wir Awareness Crews für Parks ausbilden werden. Die werden noch nicht in diesem Sommer durch die Parks gehen, aber wahrscheinlich im nächsten, also nächstes Jahr im Sommer. Das sind so kleine Fortschritte, die passieren in dieser Gesellschaft. Ihr kriegt auf jeden Fall alle nochmal von mir dann den Leitfaden, den muss ich noch ein bisschen hübsch machen. Ihr seht schon an meiner Präsentation, ich bin nicht so gut im Hübsch machen. Wenn der ein bisschen hübsch geschrieben ist, kriegt ihr den nochmal. Awareness-Arbeit ist nämlich ein sehr emotionales Ding. Wir haben da, wie gesagt, die Crew ist sehr divers zusammengesetzt. Also gerade im Awareness-Bereich hat man auch viele queere Leute, viele homosexuelle Menschen, weil die meisten Menschen, die Awareness machen, auch selbst eine Betroffenheit hinter sich haben. Genau, das sorgt aber auch dafür, dass eine Awareness-Crew meistens nicht lange Awareness macht. Ich glaube, länger als 5 Jahre machen die meisten das emotional nicht mit. Weil es halt nur sehr, sehr oftmals an die Nieren gehen kann. Gerade wenn man auch immer wieder sich wiederholende Fälle hat und sich denkt, Mensch, man weiß doch, dass man nicht grapscht. Warum müssen wir das jetzt schon wieder anfangen zu erklären? So, wir haben da noch einen langen Weg auf jeden Fall vor uns. So, vielen Dank für auch die Ausführungen. Jetzt kann ich einfach weiter Fragen rein. Und zwar, was kann für Menschen mit Behinderungen im Club getan werden? Zum Beispiel für AutistInnen? Tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir sind da gerade bei, und zwar, es gibt ja barrierefreie Feiern, die schon durch Räume gehen und gerade auf Festivals arbeiten und gucken, ne, wie kann man Rollis und so weiter dahin bringen. Wir planen gerade bei uns im Club Partys ohne Strobo zu machen und möchten eine Rolli-Party probieren, also wo wir RollifahrerInnen und Gehörlose einladen. Ich denke, gerade im Bereich Autismus ist das eine so diverse Form. Da müssen Leute sich, glaube ich, auch austesten und ich glaube, die Leute wissen dann auch, was können sie brauchen, was können sie nicht brauchen. Und da kann man auch echt gerne fragen, ey, habt ihr Flackerlicht so? Habt ihr, wie sieht's aus? Kann ich, ne? Habt ihr super dichte Kopfhörer, die ich vielleicht tragen kann, damit die Musik nicht so laut ist? Wie eng ist das bei euch? So, wo kann ich hingehen, wenn es mir zu viel wird? Habt ihr einen Ruheraum? Ich glaube, da ist gerade in solchen speziellen Fällen ist Kommunikation sehr wichtig. Dass man auch einfach fragt, hey, wie sieht's aus, das brauche ich, um zu euch zu kommen, könnt ihr mir das geben oder nicht? So, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das hat weitergeholfen.